Wie wäre es? Wie wäre es? Wie wäre es, wenn du und du und ich was trinken gehen? Wir könnten uns über Transhumanismus unterhalten. Oder wie wäre es, wenn wir eine Punk-Band gründen mit dir? Mit dir? Und mit dir, dann sind wir vier. Wir könnten auch eine politische Bewegung starten. Mit euch hier drüben. Ihr riecht so gut heute. Wie wäre das, im Wald ein paar Pilze und Wurzeln kochen mit dir? Yummy. Ein feministisches Manifest schreiben auf dem Klo mit dir, mit dir auch, ja, mit dir auch, mit wem noch? Mit dir auch? Und ja, mit der Hälfte. Und wie wäre etwas Sexuelles vielleicht mit euch beiden? Ja, ihr beiden. Hallo. Ich bin die Martha. Ich möchte Allianzen schließen, neue Allianzen, unwahrscheinliche Allianzen, unlikely alliances. Willkommen, ihr alle, Elevate 2023! Hallo, ich bin der Alex. Endlich ist Elevate. Ein unwahrscheinlicher Event mit einem unwahrscheinlichen Programm und unwahrscheinlichen Gästen. Unwahrscheinlich, aber dennoch wahr. Kleine Anekdote. Ein guter Freund hat mich letztes Wochenende gefragt: Und, wie geht's euch so mit der Vorbereitung für die Eröffnung vom Elevate? Und ich so: Ich glaube, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Und er so: Bist du sicher, dass es kein entgegenkommender Zug ist? Ja, wir freuen uns immer über aufmunternde Worte. Das Slavoj Žižek würde sagen: Only a catastrophe can save us. Nur eine Katastrophe kann uns retten. Es gibt also Hoffnung. Und über die Hoffnung singt die wunderbare Björk. Hope is a muscle that allows us to connect. Lasst uns also jetzt alle gemeinsam die Hoffnungsmuskeln flexen und miteinander connecten.
Wir fangen an mit zwei ganz lieben Menschen aus dem Elevate-Team. Bitte heißt mit mir willkommen die wunderbare Diskurskuratorin des Elevate-Festivals, Irina Nalis, und den Elevate-Mitgründer Bernhard Steirer. Hallo, ihr zwei. Geht's euch gut? Danke, geht gut. Ja. Was für ein Auftritt. Martha und ich dürfen euch beiden jetzt ein paar Fragen stellen, die auf euren Wunsch vorher nicht mit euch abgesprochen wurden. Bernhard, mach mal kurz die Augen zu. Einfach zumachen. Ja? Und jetzt mit geschlossenen Augen einmal tief durchatmen. Einfach. Geschlossene Augen, ja. Mach nochmal die Augen zu. Ja, lass sie zu, bis ich sage. Mit geschlossenen Augen tief durchatmen. Geschlossen lassen die Augen. Oh. Und jetzt die Augen auf. Schau mal, da vorne. Freust du dich, dass so viele Menschen gekommen sind? Ja, absolut, ja. Ich habe vorher, ich muss gestehen, ein bisschen geschummelt und schon mal rausgeschaut. Aber ja, ja, ich freue mich sehr, dass so viele Menschen hier sind und mit uns gemeinsam den Start des Festivals feiern. Das ist schön. Bernhard, seit 19 Jahren kombiniert ihr jetzt Denken und Tanzen in einem Festivalrahmen. Denken und Tanzen. Wie seid ihr da drauf gekommen? Ich stelle mir das so vor, du warst auf einem Rave im Dom im Berg und vor dir tanzt so jemand und dann leuchtet da so ein gelbes Reklamheftel bei jemandem hinten aus der Hosentasche raus von Nietzsches Zarathustra. Und in dem Moment, du liest das und dann denkst du dir, dann leuchtet eine 1000-Watt-Glühbirne in deinem Hirn so hell auf und du sagst, Heureka, denken und tanzen. Genauso war es, oder? Genauso war es. So oder so ähnlich hat es sich zugetragen. Nein, der Dom im Berg hat in der Tat mit der unmittelbaren Entstehung des Festivals anfänglich nichts zu tun, aber ein anderer Club, der jetzt auch bald seinen 20-jährigen Geburtstag feiert, nämlich die Postgarage. Dort haben sich beim gemeinsamen Veranstalten Teile des späteren Elevate-Gründungsteams kennengelernt und da hat es auch so eine Blueprint-Veranstaltung gegeben namens Exit Space, die Diskurs und Musik in kleinerem Rahmen unter einem Dach vereint hat. Dankeschön. Irina, du bist für das Diskursprogramm mitverantwortlich. Macht Spaß? From Discourse to Disco. Natürlich, das macht wahnsinnig Spaß. Es ist halt wirklich die Chance vom Disco-Teil, aber auch den Diskurs zu kuratieren, fantastische Leute in so einen Rahmen zu bringen. Aber weil du Spaß sagst, muss ich schon auch dazu erwähnen, dass wir uns in Zeiten wie diesen auch schon manchmal die Frage stellen, darf man Spaß haben? Wie viel Spaß darf man haben? Wie viel Freude, wie viel einfach nur in einen Raum sitzen und denken oder in einen Club gehen und tanzen, ist in Zeiten wie diesem überhaupt angemessen. Aber was anderes hast du halt auch schon erwähnt, Hoffnung, die Psychologin Björk quasi hast du zitiert. Und wir glauben, auf die Frage, darf man, ist es ein ganz wichtiges Ja. Ein Ja im Sinne von auch Hoffnung schöpfen tut man gemeinsam. Hoffnung tut man schöpfen, indem man auch mal Humor den Raum bahnen lässt. Hoffnung macht man gemeinsam. Und deshalb, ja, es macht wahnsinnig Spaß und ich glaube auch Sinn. Irina, das heurige Festivalmotto ist ja Unlikely Alliances, also unwahrscheinliche Allianzen. Was versteht ihr eigentlich darunter und warum habt ihr das Unlikely, also das Unwahrscheinliche, in Klammern gesetzt? Okay, wenn ich jetzt gut in Mathe wäre, würde ich es mathematisch erklären.
Ist es nicht. Aber dir ist es auch aufgefallen, die Klammer, die drückt was aus, die stellt auch was in den Vordergrund. Und ich mag es zwar nicht überbetonen, warum, weil es geht um die Alliances, es geht ganz grundsätzlich um die Verbindungen, die wir suchen in diesem Festival. Aber das in der Klammer ist uns deshalb wichtig, weil es vielleicht auch manchmal schwieriger ist, nach den unwahrscheinlichen Allianzen, nach den ungewöhnlichen Verbündeten zu suchen. Und genau das wollen wir aber in den kommenden Tagen im Heimatsaal, dort, wo wir wieder unser Diskursprogramm bei freiem Eintritt zugänglich machen, tun. Auf dort hinschauen, wo es quasi auch gemeinsame Schnittmengen gibt. Nochmal was Mathematisches. Auch den kleinsten gemeinsamen Nenner vielleicht auch einfach manchmal nur braucht, um in den Fragen unserer Zeit, Klima, Krisen jeglicher Art, Krieg, auch dort mal hinzuschauen, wo nicht die nächste Kampfzone aufgemacht wird, wo die nächste Spaltung hervorbeschworen wird, sondern, ich sage es ganz gern so, wir versuchen auch in den kommenden Tagen die Komfortzone auszuweiten. Hallo Elina, eine Frage an dich. Mir ist aufgefallen, da gibt es einen Programmpunkt im Heimatsaal, der heißt Suspicious Behavior. Verdächtiges Verhalten. Elina, was ist da los im Heimatsaal? Was passiert denn da alles? Also bei dem konkreten Workshop und auch der mehrere Tage begehbaren, ausprobierbaren Installation vom Kunstkollektiv Kairos, die auch forschend arbeiten, kann man mal sich ganz grundsätzlich selber nicht nur verdächtig verhalten, sondern anschauen, wie das, was oft von der KI gemacht wird, also was getan wird, als wäre es eine Maschinenentscheidung, die aber in Wirklichkeit von Menschen getroffen wird, nämlich zu beurteilen, wie sind wir denn, wer sind wir. Das ist also suspicious behavior, nämlich vieles von dem, was wir machen. Aber ich glaube, ehrlicherweise, unter gewissen Bedingungen könnte man das meiste, was wir da ab morgen machen, als verdächtig ansehen. Weil es geht nämlich ja auch darum, dass dort Leute sprechen, die sich auch als AktivistInnen identifizieren, die selber Fridays for Future-Sprecherin zum Beispiel Lena Schilling oder die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger. Am Freitag extrem wichtig Cory Doctorow, der seit Jahrzehnten nicht nur Science-Fiction-Autor ist und auch da die Fantasie als Allianz hineinholt, um irgendwie die Welt zu beschreiben und dann auch zu verändern, aber der auch jetzt aktuell sich wieder angeschaut hat, was braucht es, damit auch kreatives Schaffen nicht immer im Würgegriff eines ausbeuterischen Digitalkapitalismus steht, sondern auch sich da frei zu kämpfen. Und da bringt er auch Tipps und Tricks mit. Ja. Spoiler Alert, es geht auch das nur gemeinsam. Und so gesehen stolpern wir uns fröhlich nachdenkend von einem Highlight zum nächsten. Immer auch, dass wir der Reflexion Platz geben, also auch irgendwie weniger reflexhaft sein wollen. Und das Ganze ist vielleicht auch verdächtig, weil Nachdenken hat hoffentlich auch Potenzial, Sprengkraft zu entfalten. Manchmal aber gibt es auch unheilige Allianzen und die schauen wir uns dann am Samstag an, wenn wir auch ziemlich scharf mit der Philosophin Liz Hirn beispielsweise auch die Frage stellen, macht Politik böse? Also es wird so eine Bandbreite an verdächtigen Verhalten, es wird viel gemeinsames Verhalten sein, es gibt Workshops am Samstag, das möchte ich auch noch sagen, ist der Migrantinnenbeirat mit einer Auftaktveranstaltung Empowering Migrant Voices of Europe, ganz wichtig, weil wir betrachten ja immer die digitalen Technologien als etwas, was man anschauen, verstehen, selber bearbeiten und auch mit Gesetzen ändern kann, aber auch vor allem als etwas, was man auch positiv als Partizipationstool nutzen. Und das wollen wir eben auch machen im Heimatsaal. Und dann geht es sowieso mit Zizek in die Katastrophe und am Sonntag tun wir dann nur mehr nachtanzen und nicht mehr nachdenken. Hoffentlich. Ja. Danke. Ich habe eine Frage an dich, Bernhard. Ich habe irgendwo gelesen, dass einem eine neue Gehirnwindung wachsen kann, wenn man ungewöhnliche Erfahrungen miteinander kombiniert. So, neben dem Diskurs, welche Highlights würdest du, Musik- und Kunst-Highlights, würdest du uns empfehlen, damit uns vielleicht eine neue Gehirnwindung wachsen könnte?
Ja, das mit der Gehirnwindung kann ich jetzt nicht versprechen. Ich kann aber versuchen, auf einige Highlights hinzuweisen, die vielleicht mit neuen Erfahrungen verbunden sein werden. Vielleicht werden auch neue Gehirnregionen oder andere Gehirnregionen stimuliert damit. Ich fange mal hier im Orpheum an, weil wir gerade alle hier sind. Hier ist eins der Highlights am Freitag vorzufinden in der Person von Caterina Barbieri, eine italienische Komponistin und man könnte sagen Synthesizer-Virtuosin, die da ihren Klangzauberteppich mit ihren modularen Synthesizern fabrizieren und präsentieren wird. Sie ist auch die neue Komponistin, die wir im Schlossbegriff mit Klangkompositionen angefragt haben und das wird auch ab morgen wird der Schlossbegriff mit Kompositionen von ihr für über ein Jahr bespielt werden. Also auch das ab morgen zu eröffnen und anzuschauen. Samstag geht es hier weiter mit Banda Beer, ganz andere musikalische Baustelle. Mitglied des Animal Collective, Band-Kollektivs, kann man sagen, aus den Staaten, so ein Offspring davon. Das geht musikalisch in eine Richtung wie Brian Wilson, Beach Boys sind so Assoziationen, die auftauchen. Also sehr, sehr surfig, sehr sommerlich, ein Vorgriff auf die kommende, hoffentlich wärmere Jahreszeit als jetzt. Und sein Mitstreiter ist auch kein Unbekannter, sondern es ist Sonic Boo, der schon bei Spaceman 3 Teil der Band in den 80er Jahren war, also auch so eine lebende Legende, die hier gemeinsam musizieren werden. Am Donnerstag, also morgen, geht es rund um die Grazer Domkirche im Mausoleum mit konzertiösen, sehr stimmungsvollen Arbeiten los. Da wird Diego Zabelov spielen, ein Akkordeonspieler aus Weißrussland, der wird auch im Anschluss hier eine Nummer seines Könnens kredenzen. Ansonsten Alex Jung-Dai, der auch als Dirty Beaches bekannt ist, das wird dort auftreten. Danach geht es weiter mit eher brachialeren, experimentellen, ja auch so sehr harschen Tönen rund um Pharmakon im Forum Stadtparkkeller. Und rund da herum gibt es im Parkhaus und in der Kombüse lokales Musikschaffen zu erleben. Die Clubmusik und Clubkultur kommt am Festival natürlich auch nicht zu kurz. Da darf man auf Freitag und Samstag hinweisen in die Locations Dom im Berg und Tundel. Am Freitag haben wir da sehr ein breit gefächertes Programm rund um Gaslamp Killer aus L.A., aus dem Brainfeeder Flying Lotus Umfeld. Ein ehemaliger Turntablist, der ganz unterschiedliche musikalische Styles miteinander verwebt. Aisha Devi wird am gleichen Floor zu hören sein, eine Schweizerin mit auch einem sehr avantgardistischen, weitverzweigten Musikverständnis. Und das italienische Duo Ninos du Brasil. Werden auch da sein, waren schon mal im Festival, werden mit Percussion und grell geschminkt, auch visuell sehr viel hergeben. Am Samstag wird Lux Later unter seinem Pseudonym Planetary Assault Systems auch im gleichen Raum zu hören sein, auch jemand, der sehr selten, ich weiß nicht, ob er schon mal in Graz war, sehr selten live spielt, bei uns wird das tun. Also alles rund um Techno Detroit wird am Samstag zu erleben sein und am zweiten Floor am Tunnel wird zu erleben sein das afrikanische Niegi-Niegi-Kollektiv, wo ja so eine ganz breite Bandbreite an afrikanischen Musikschaffens präsentiert wird. Sonntag wird der mittlerweile fast schon traditionelle Abschluss des Festivals in Kooperation mit der Graz-Wiener ansässigen Atropa Crew im dieses Mal Heimatsaal zelebriert werden und da sind hervorzuheben die Konzerte von Sophia Cortesis und den neuzeitlichen Bodenbelegen. Und da wird das ganze Festival treiben dann ein hoffentlich fröhliches Ende finden. Danke. Möchtest du vielleicht noch was sagen, eine Ankündigung oder einen Dank? Ja, Dank ist sehr wichtig auszusprechen. Das darf nicht zu kurz kommen an dieser Stelle. Ich fange mal an mit unseren zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch bekannt als dem besten Team der Welt. Also an erster Stelle mal ein herzliches Dankeschön an alle, die uns, manche davon fast das ganze Jahr über bei der Arbeit begleiten, mitkonzipieren, mitüberlegen, auch Kritik üben und ja, sehr viel mit uns gemeinsam umsetzen. Auch alle davon heute hier, was auch nicht immer der Fall ist, aber jetzt sind wirklich alle unter diesem Dach mal gemeinsam beim Kickoff dabei, was sehr schön ist. Dann, wenn wir auf der internen Ebene bleiben, darf ich mich auch bei meinem Festivalpartner und Festivalmitbegründer Roland Oreski bedanken. Der wird Gerüchten zufolge später auch noch seinen Weg auf die Bühne finden. Ich bin gespannt. Und in dieser Linie auch an unseren Vorstand Bezi und Flo. Und gemeinsam versuchen wir eben das Schiff Elevate durch auch nicht immer gemütliche Gewässer zu steuern. Und auch diesen Herrn Dank an der Stelle.
Ganz wichtig für die ganze Aufhaltung des Festivals sind natürlich öffentliche Förderstellen. Ich bedanke mich der Reihe nach bei Land Steiermark Kultur, Abteilung A9, Stadt Graz Kultur und dem Bundesministerium für Kunst, Unterricht, Kultur und öffentlichen Dienst. Ich gehe weiter, bedanke mich bei Graz Tourismus oder mittlerweile Region Graz Tourismus. Da darf ich auch den Herrn Hans Schulin begrüßen als Vertreter von eben dieser Kommission, der heute hier anwesend ist. Auch hier bitte einen herzlichen Applaus. Ich darf mich sehr herzlich auch bedanken bei den Festivalspielorten bzw. Kooperationspartnern. Es sind sehr zahlreiche. Ich hebe jetzt besonders hervor die Grazer Spielstätten und auch das Joanneum, den Heimatsaal. Und im Zusammenhang mit den Spielstätten darf ich mich beim Herrn Geschäftsführer Bernhard Ringer bedanken und ihn auch herzlich willkommen heißen, er ist heute hier. Ein weiteres Institut, mit dem uns eine sehr langjährige Zusammenarbeit verbindet, ist das Institut für Kunst im öffentlichen Raum. Da gibt es auch heuer wieder Kooperationen im Kunstbereich, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Vielleicht später noch einmal kurz dazu. Aber da darf ich Frau Dr. Elisabeth Fiedler, die Institutsvorständin, herzlich begrüßen heute hier. Genau, und präsentiert wird der heutige Abend von einem unserer wichtigsten Medienpartner, das ist die Kleine Zeitung. Und ja, hier auch bitte einen herzlichen Applaus. Und was das Radio betrifft, ist FM4 hervorzuheben. Die werden auch eine Bühne eben am Samstag hier präsentieren. Zu guter Letzt wäre ein Festival nichts, wenn es nichts zu trinken gäbe. Und deswegen bedanke ich mich einerseits beim Festival Bier Trummer aus Salzburg-Obertrum, die uns jetzt auch schon seit einigen Jahren begleiten. Und zu guter Letzt Makava, auch ein heimisches Unternehmen, das uns seit 20 Jahren an- und nicht aufregt. Ja, gibt es noch Karten? Ja, es gibt noch Karten für sämtliche Kategorien. Die Festivalpässe sind ausverkauft, die Weekendpässe sind ausverkauft. Es gibt aber in den Einzelkategorien noch Tickets zu kaufen. In einigen der Fälle ist das Vorverkaufskontingent schon fast aufgebraucht. Es wird aber auch in allen Fällen Abendkasserkontingente geben. Also es zahlt sich auch aus, hinzuschauen, wenn der Vorverkauf ausverkauft ist. Wichtiger Hinweis. Was wirklich restlos ausverkauft ist nach derzeitigem Stand, ist die Lecture von Slavoj Žižek. Da kann man, wenn man es sehen möchte, den Stream verfolgen, den wir in dem Fall dieser Veranstaltung anbieten werden. Und ansonsten, man kann, das soll jetzt keine Aufforderung an alle sein, aber die keine Karten haben, aber man kann es probieren, man kann hinkommen. Wir können allerdings nicht versprechen, dass wirklich noch Platz sein wird. Wir bemühen uns und so viel ist zu dem Format zu sagen. Danke. Ein Applaus für Irina Nalis und Bernhard Steirer. Ja, wir wollten mal kurz probieren, wie eine bestuhlte Gabba-Party sich so anfühlt. So, und jetzt dürfen wir drei Stars der hiesigen Polizszene hier auf der Bühne begrüßen. Bitte um einen Riesenapplaus für Bürgermeisterin Elke K., Vizebürgermeisterin Judith Schwendner und Kulturstadtrat der Stadt Graz, Günther Riegler. Bitte. Geht's Ihnen gut? Ja, danke. Ja,
Das ist erfreulich. Darf ich eingangs noch sagen, dass wir uns alle sehr freuen, dass Sie drei heute hier sind, weil Sie ja alle drei dafür bekannt sind, das Gemeinsame über das Trennende zu stellen. Wir haben hier einen eher spielerischen Zugang gewählt. Das heißt, ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, wir würden jetzt am Anfang vielleicht ein kleines Spiel spielen und am Ende auch. Und dazwischen machen wir einfach was Spielerisches. Ja? Also ich habe jetzt hier drei Kärtchen, Fragekärtchen vorbereitet. Die sind von so einem Kennenlernen. Das geht, danke. Sind von so einem Kennenlernspiel, ich habe sie hier. Also Frau K., darf ich Frau K. sagen? Ja. Ja. Sie haben die Wahl, bitte auf eine dieser Kärtchen tippen. Frau K., welches Emoji verwenden Sie am meisten? Gar keines. Respekt! Frau Schwendner, darf ich Frau Schwendner sagen? Ja. Ja. Also bitte auf eine Karte tippen. Ja. Frau Schwendner, sind Sie bei der Arbeit schon einmal eingeschlafen? Nein. Respekt. Herr Riegler, darf ich Herr Riegler sagen? Ja. Ja. Es ist leider nur mehr eine Karte übrig. Bitte trotzdem drauf tippen. Ja. Herr Riegler, hatten Sie jemals einen peinlichen Haarschnitt? Beschreiben Sie, wie er aussah. Beim Bundesheer habe ich tatsächlich einmal zwischendurch gedacht, ich resigniere jetzt und lasse mir es abrasieren. Also da hatte ich so einen wie Sie, weiß nicht, ob der mehr oder weniger peinlich wie der heutige ist. Herr Riegler, darf ich gleich bei Ihnen bleiben? Sie haben ja bestimmt schon bemerkt, es geht uns heute auch hier um das Unwahrscheinliche. Stellen wir uns also vor, über dem Orpheum schwebt gerade ein Raumschiff. Es sieht so aus, als hätten die Aliens nicht gerade freundliche Absichten. Wir haben gerade die Kommunikation hergestellt. Was würden Sie den Aliens sagen, um sie zu überzeugen, dass das Elevate Festival keinesfalls mit einem Laserstrahl vernichtet werden darf? Nee, ich begegne grundsätzlich Fremden immer mit einer Grundannahme eines gewissen Wohlwollens. Deswegen hoffe ich, dass sie ohne dies nichts Böses vorhaben. Würde aber letzten Endes als gelernter Ökonom auch darauf setzen, dass Kooperation besser als Konfrontation ist und daher daran appellieren, dass eben wir uns im Zweifelsfall zusammensetzen und schauen, ob wir was Gescheites rausbringen. Wunderbar, vielen Dank. Ich glaube, Sie schauen schon freundlicher. Ja. Frau Schwendner, Sie setzen sich ja sehr stark auch mit der Gestaltung des öffentlichen Raums auseinander. Da geht es ja auch um visionäre Konzepte, wie sich die Stadt, sagen wir, menschenfreundlicher und klimafreundlicher entwickeln lässt. Eine Frage dazu, es gibt im Grazer Stadtpark ja einen Platz der Versöhnung. Könnte es in der Zukunft irgendwo in der Stadt vielleicht auch einen Platz der unwahrscheinlichen Allianzen geben? Und wie könnte der aussehen? Gibt es da Bäume? Nicht nur. Ich glaube, dass die Stadt per se ein Raum, ein Ort der unwahrscheinlichen Allianz ist. Also eigentlich jeder Platz, wo sich Menschen treffen können, vielleicht Menschen, Tiere, also andere Lebewesen, außerirdische, weiß nicht, Bäume. Also überall dort, wo miteinander entstehen kann, können auch solche Allianzen entstehen. Das heißt,
Da wird es ganz bestimmt Bäume brauchen in der Zukunft, weil wir Schatten brauchen. Da wird es Bankerl brauchen oder irgendwas, wo man sitzen kann. Und die Gestaltung des öffentlichen Raums ist ja nicht nur sowas, dass wir jetzt irgendwie künftig Städte irgendwie behübschen wollen. Und wir wollen sie auch gar nicht nur menschenfreundlich und klimafreundlich machen, sondern wir müssen sie klimagerecht und menschengerecht gestalten, weil wir das sonst nicht aushalten werden. Also die Transformation von Städten wird sicher in die Richtung gehen, dass wir ganz besondere Allianzen schließen können, dann im Miteinander auf Plätzen. Und die passieren wahrscheinlich weniger im Autokino oder im Auto, sondern im Miteinander. Vielen Dank. Frau K., Graz ist ja eine ganz besondere Stadt, in der auch wichtige Leitlinien wie die internationalen Menschenrechte hochgehalten werden. Dank Ihnen rücken auch Fragen der sozialen Verteilungsgerechtigkeit mehr in den Fokus. Jetzt zum Thema des Festivals Unlikely Alliances. Es ist eine der unwahrscheinlicheren Allianzen generell. Könnte ja vielleicht eine Allianz zwischen Arm und Reich sein. Wie könnte so eine Allianz zustande kommen? Das ist keine einfache Frage, aber ich würde mal so sagen, wenn überhaupt, braucht es andere gesellschaftliche Verhältnisse. Also wenn ich das zum Ziel habe, dass es diese Allianz überhaupt möglich ist, setzt er voraus, dass bestimmte Bereiche, die jeder braucht, auch allen in gleichem Maße zugänglich sind. Und es ist egal, ob wir jetzt von Wohnen reden, ob wir von Bildung reden, ob von Gesundheit reden, ob wir von Licht, Wärme reden. Solange das, glaube ich, oder davon bin ich überzeugt, nicht gänzlich auch in öffentlicher Hand ist, wo man ganz anderen Einfluss drauf hat, um auch zu mehr Verteilungsgerechtigkeit, um mehr diese Balance und diesen sozialen Ausgleich auch zu schaffen, wird es diese Allianz nicht geben können. Das ist aber nur einige Beispiele davon. Und damit meine ich einfach wirklich auch bei uns jeden und jede in unserer Stadt Graz, egal von wo wir herkommt und egal auch welche Religion. Es geht immer darum, diese Bereiche allen Menschen zugänglich zu machen. Dankeschön. Frau K. Frau K., Frau Schwendner und Herr Riegler, als Politiker Ihnen kommt es ja wahrscheinlich öfters mal vor, dass Ihnen Fragen gestellt werden, auf die Sie spontan antworten sollten und Sie können gar nicht wirklich darauf vorbereitet sein. Und, oder? Jetzt haben wir uns gedacht, vielleicht wäre es auch für Sie mal schön, dass Sie einfach mal ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken haben über etwas, ohne gleich antworten zu müssen. Also lassen Sie uns vielleicht noch zum Abschluss ein kleines Spiel spielen. Das Spiel heißt Frage ohne Antwort. Also ich würde Ihnen dreien jetzt gemeinsam eine Frage stellen und Sie haben Zeit, darüber nachzudenken, ohne dann eine Antwort zu geben. Wär das für Sie okay? Also, ja. Das ist ganz fein. Also, die Frage lautet, einfach zum Nachdenken, was kommt nach dem Homo sapiens? Vielen Dank fürs gemeinsame Nachdenken.
Ein Riesenapplaus für Elke K., Judith Schwendner und Günther Riegler. Bitte schön. Thank you.
Jetzt ist die Bühne bereit. Jetzt kommt gleich zu uns ein ganz lieber Mensch mit einer außergewöhnlichen Biografie. Sie ist Schriftstellerin, Dramatikerin und Regisseurin, hat Ozeanographie und Politikwissenschaften studiert, kann Judo und Kung Fu, liebt Grime-Musik, freut sich über Geldgeschenke und konsumiert keinerlei Drogen. Unwahrscheinlich, aber dennoch wahr. Sie wird heute hier die Eröffnungsrede halten. Und wir halten uns fest, denn sie kommt wirklich jetzt auf die Bühne. Bitte um einen heftigen Applaus für die unvergleichliche Sibylle Berg! Ihr seid ja lieb, Dankeschön. Ich habe gehört, dass der Landeshauptmann nicht da ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich dann überhaupt hier sein möchte. Ich habe noch nie einen Landeshauptmann gesehen. Das ist wahnsinnig schade. Ich habe jetzt eine Frage. Soll ich mit Fensterglasbrille? Warte. Sieht das so besser aus oder ohne? Ohne, mit? Mit, ne? Es sieht so intellektuell aus, ich finde auch. Also, meine Aufgabe ist, die hochgekochte Stimmung so richtig auf den Nullpunkt zu bringen. Kann ich gut, mache ich. Ich habe irgendwie das Motto des Festivals ein bisschen verfehlt, aber scheiß der Hund drauf. Hier, ich mache jetzt einen auf Goethe erst. Konzentration. Es wird tief. Ihr hattet 1000 Jahre Zeit, habt nicht genutzt die Macht, die Größe. In eurem Streben stirbt die Welt, wie ihr sie kennt, wie ihr sie gern habt. Das, was hier bleibt auf neuem Boden, gedüngt von eurem kleinen Geist, ist, was wir schaffen, langsam, wartend, ist, was wir sind, was es nun heißt. Von vorne werden wir beginnen, als ein Geschlecht, als eine Kraft, die Neues will, die Güte kennt und Leiden, das sie euch verschafft. Ihr habt getötet, was euch schwach schien, was sanft war und voll Fantasie. Was blieb, da seht ihr es gestrandet, mit gelben Füßen hoffnungsvoll, das gilt, euch erneut erhebend auf andere hinabzusehen, wo suchend ihr den Blick auch wendet, da ist kein Ort, ihr müsst nun gehen. Aus Trümmern werden wir errichten, was strahlt und rein ist, ohne Gier. Und alle gleich ist die Devise, der neue Mensch, das ewige Tier. Ihr stört, ihr seid der Schmutz des Alten, das Zeit zu träge macht und zäh. Zusammen rufen wir ins Gelbe, in das, was übrig ist, und Gift, du Mensch, du Pest, du Missgeburt, hab so viel Anstand, jetzt und geh. Schau, das sind die klaren Flüsse, der Wald, der Greif, der neue Aal. Für euch, ihr traurigen Gestalten, kommt nun das letzte Abendmahl. Wir spielen jetzt die letzte Hymne, den letzten Song, das letzte Lied. Wir sehen gerne, wie ihr aufgebt, mit freiem Mut ins Feuer springt, wie euer Körper zuckend toben, wenn ihr um euer Leben ringt. Verloren, sagen wir nun lächelnd, die neue Welt, sie findet statt, wenn sich das letzte Fleisch vom Knochen und euer Hirn gepulvert hat. Das war doch schön, oder? Der Mist ist, das war jetzt der intellektuelle Teil, das spiegelt so das Ding, ich sehe gar nichts. Also, jetzt geht es ein bisschen primitiver weiter. Hochkultur AD, wir mögen uns nicht und werden darum verlieren, weil keine weiß, was es zu gewinnen gibt, weil wir es nicht mehr kennen, nie gekannt haben, das bessere Leben. Da ist nur noch eine Ahnung. Wir bilden Allianzen, wenn es uns nützt. Wir sind wie Bayer und Monsanto. Wir hassen einander. Wegen des Wettbewerbs, den nur eine gewinnen kann, wegen Meinungen, die flüchtig sind, wegen unseres Verstandes, der so gerne Recht haben wollte. Denn gerade jetzt,
sind überall auf der Welt in Geschäftsetagen, in Genossenschaften, in Wohnungen, Konzernen, an der Börse, in Hinter- und Vorderzimmern, auf Märkten, im Netz, auf Heiratsschwindlerinnen, Geschlechtsplattformen, in Galerien und Banken, Menschen damit beschäftigt, einander zu betrügen, einander zu schaden, sich aneinander zu rächen, sich zu belügen, zu bestehlen. Sie bereiten feindliche Übernahmen von Firmen vor, die Zerschlagung von Konzernen. Sie planen einen Mord oder führen ihn aus. Sie fälschen Beweise, veröffentlichen intime Bilder. Sie planen Entmachtungen von Vätern oder Müttern. Sie stehen auf Stehbanketts und lügen sich ins Gesicht. Sie hassen sich und lächeln und planen einen fingierten Autounfall des Gegenübers. Sie mobben sich in ihren erbärmlichen Großraumbüros, sie quälen das schwächste Kind, sie treiben die Einzelgängerin in den Abgrund, sie überfallen einander auf den Straßen, brechen in Wohnungen ein, ermorden Menschen, die ihre Rente abholen oder ihre Sozialhilfe, sie stehlen die Kollekte, stehlen Hilfsgelder, sie haben eine Mission, einen kleinen privaten Krieg gegen Kapitalisten, Frauen, Kommunisten, Abtreibung für den Gott oder den Jesus oder dagegen. Sie planen erweiterte Suizide, also die Ermordung ihrer Familie. Sie fälschen Unterschriften, Kunstwerke, streuen Zucker in Tanks, vergewaltigen Frauen, Kindern, alles, was sich bewegt. Sie wollen den Job des Vorgesetzten, den Mann des Nachbarn. Sie wollen berühmt sein, gehen über Leichen, lassen Gift ins Wasser, entsorgen Atommüll auf Feldern. Sie gehen in die Politik, Normalzeit. Die meisten würden von sich sagen, dass sie ehrlich sind, dass sie das Gute wollen. Nette Kerle, patente Frauen, süße Jugendliche. Und doch stehen in diesem Moment oder im nächsten oder morgen 8 Milliarden Menschen. Ein paar liegen noch in den Windeln, die anderen hatten einen Schlaganfall, wieder andere sind krank. Also sind es vielleicht nur 4 bis 5 Milliarden, die genau jetzt versuchen, irgendeinem anderen Menschen zu schaden. Erstaunlich, dass wir es bisher geschafft haben. Wir sind nicht befreundet, weil uns die Welt zu viel ist. Zu viele Headlines, zu viel Aufregung, Empörung, Verachtung, zu viel Erregungsökonomie in den Medien, die armen Medien, mit den armen Medienmitarbeiterinnen, die mit ihren Erschöpfungsdepressionen wegen der langen Arbeitszeiten, der Überwachung ihrer Bildschirme, der Echtzeit-Klickstatistik, wegen der ständig drohenden Entlassung, die meistens auch erfolgen. Wir mögen niemanden. Unsere Körper verformt von Angst und kurz vor dem Zusammenbruch, kaum eines mit einem Gefühl außer ständiger Panik und dem Bewusstsein der eigenen Individualität, jedes mit seiner Identität, seiner Nationalität, Regionalität, seiner Religion und seiner Generation, seinen Vorlieben und Abneigung gegen den Rest. Wir gehören zu keiner Gruppe, außer zur großen Klasse der Tagelöhnerinnen, der Dienstleisterinnen, die sich aber nicht mehr als Klasse versteht, zu der keiner gehören will, zu der fast alle gehören. Wir wollen nicht mehr denken. Wir haben Chat-GPT. Die formt aus unseren alten Gedanken neue Texte. Wir haben AI, die Menschen in fast allem ersetzen kann, das Mittelmaß durch ein neues, billigeres Mittelmaß ersetzen kann und mehr braucht es nicht, um Menschen zu unterhalten, zu informieren, zu bedienen, zu verwalten. Wir reden nicht miteinander. Wir schreien gegen einen gefühlten Untergang an. Gegen die Wohnungsnot, gegen unsere Verbringung in Zeltlager, gegen die komplette Überwachung, die Vermessung der Hirne, der Beobachtung, Registrierung, Auswertung der Menschen, seiner Einteilung in Wert und Unwert, gegen das Chaos, das Unbegreifbare schreien wir an und wollen doch eigentlich unsere Ruhe haben. Die Allianz der Ruhesüchtigen, der Vereinigung der Mehrheit, der Masse, der Konsumentinnen, der Machtlosen, die sich auf diesem Festival trifft und gegen die Entfremdung anredet und singt und spielt. Das ist süß. Aber vielleicht kommt alles anders. Denkt nur, wenn wir gewinnen könnten, siegen, die Weltherrschaft, all das, allein mit der Kraft der richtigen Gedanken und Theorien und was richtig ist, entscheide ich. Die neue Welt würde klimaneutral sein, was immer das heißt, was man liest in Rechnern, in denen seltene Erden verbaut sind, ehe man in sein E-Mobil steigt, in dem Kobalt verbaut ist. Schlechtes Thema, weiter im Traum. Wenn wir die Erde übernehmen könnten, die Natur, deren Teil wir sind und achtsam blätterberührend mit nachhaltiger Kleidung auf nachhaltigem Boden stünden, den wir gemeinsam beackern, Und erregen müssten wir uns auch nicht mehr. Nicht an der Welt leiden, die ruiniert in der Ecke des Universums liegt. Wir müssten uns nicht mehr ohnmächtig fühlen und von Angst getrieben um die Mieten, die Tiere, unser Leben. Und nicht mehr wütend müssten wir sein und uns nicht vor BlackRock-Filialen kleben.
Denkt nur, wie das wäre, vom alten System befreit, das erst uns frisst und dann sich selber. Eine wunderbare Welt könnte das sein, mit dem Neuen, was noch nicht existiert. Das wächst, denn es brennen kleine Feuer überall. Da ist eine Unmut auf den Straßen, bei Demonstrationen, in der Nacht, in kleinen Gruppen, in allen Ländern beginnen wir zu reden und vielleicht zu erkennen, dass es Zeit wird, sich zu verstehen, zusammenzuhalten oder aufzugeben. Die Spiele sind hiermit eröffnet. Okay. Also, vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid wirklich sehr, sehr nett und ich komme jetzt jedes Jahr und eröffne das Festival. Macht's gut. Tschüss, Graz. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Applaus für Sibylla Berg. Thank you.
Keiner schmust so inbrünstig mit seinem Instrument wie er. Der unglaubliche Akkordeon-Virtuose Jegor Sabelov, das war ein Vorgeschmack auf sein morgiges Konzert. I don't like this word virtuose. It's fucking... I don't like it. I took it from the program. Thank you very much. Jegor Sabelov. Jetzt, liebe Menschen, der ganz schüchterne Elevate-Mitgründer Roland Horeschki kommt heuer nach 10 Jahren endlich wieder mal bei einer Eröffnung auf die Bühne. Er wird vor den Augen seiner Kinder, unterstützt vom Teilen seines Teams, mit einem Wing-Gong-Ritual das Festival offiziell und feierlich eröffnen. Unwahrscheinlich, aber dennoch wahr. Bitte um einen Auftrittsapplaus für Roland Horeschki! Gekommen seid. Die Party geht weiter im Foyer. Das Elevate 2023 ist eröffnet. My dick there, my feet dick.